20:15 Uhr an diesem Donnerstagabend. Zweites deutsches Fernsehen, live und in Farbe. Danke ganz herzlich zu diesem Thema heute Abend. Lange nicht war die Gefahr eines Krieges so groß wie heute. Lange nicht war das Verhältnis zwischen NATO und Russland so schlecht wie heute. Der Westen ist von der Schuld des Kreml überzeugt, sowohl beim Giftattentat im englischen Salisbury als auch bei Assads mutmaßlichem Giftgaseinsatz in Syrien. Der Westen weist Diplomaten aus und verhängt immer schärfere Sanktionen. Und bald könnten über Syrien die Raketen fliegen. Donald Trumps Worte werden wohl keine leeren Drohungen bleiben. Ist Moskau allein an dieser Zuspitzung schuld? Was ist zu tun, wenn man den Frieden erhalten und dennoch Tabubrüche ahnden will? Darüber wollen wir heute reden mit diesen Gästen. Katja Gloger, die ehemalige Moskau-Korrespondentin des Stern, sagt, für den Kreml ist der Westen Gegner, nicht Freund. Alexander Rahr, der Politikberater, entgegnet, die Russen finden, dass der Westen ihnen einen neuen Kalten Krieg erklärt hat. Norbert Röttgen. Für den CDU-Außenpolitiker ist klar, Nachgiebigkeit gegenüber Putins aggressiver Politik ist falsch. Christopher Nehring, der Geheimdienstexperte, stellt fest, Russland hatte kein Motiv für den Giftanschlag auf den Ex-Agenten Skripal. Sandra Navidi. Die New Yorker Juristin sagt, Trump ist innenpolitisch unter Druck. Er kann deshalb zu drastischen Maßnahmen greifen. Und Gregor Gysi, der linken Politiker, warnt. Die Gefahr eines Weltkrieges war selten so groß wie heute. Sie sind zu Gast bei Maybrit Illner. Und ich begrüße Sie noch mal sehr herzlich in der Runde. Liebe Zuschauer, erste Frage heute Abend geht an Gregor Gysi. Herr Gysi, auf Twitter schrieb Donald Trump gestern, mach dich bereit, Russland, die Raketen werden kommen. Ist das keine Kriegserklärung, weil sie über Twitter kam, oder ist es eine? Also völkerrechtlich will ich das jetzt nicht beurteilen. Dazu müsste es eine offizielle Note geben, die es ja noch nicht gibt. Aber es ist auf jeden Fall die Ankündigung einer Bereitschaft. Und wissen Sie, es ist ja schon absurd, dass ich jetzt auf die amerikanischen Militärs hoffen muss, dass die ihm das wieder ausreden und sagen, das geht einfach zu weit. Mhm. Aber sie tun es. Mich am meisten stört, ist, dass nichts festgestellt wird. Es wird einfach ein Vorurteil gepflegt und das soll man dann glauben. Ich erinnere mich noch, wie der amerikanische Außenminister vor dem Sicherheitsrat saß und natürlich eindeutig bewiesen hat, dass Irak und Hussein Massenvernichtungswaffen hatte. Colin Powell damals? Es stimmte nichts. So, und deshalb, finde ich, müssten wir da misstrauischer sein. Was soll das Interesse von Syrien, also von Assad und Putin sein, jetzt Chemiewaffen einzusetzen und einen Militärschlag der USA zu provozieren? Und zu dem Spion sage ich Ihnen dann noch extra, wenn wir bei dem Thema sind. Genau darüber werden wir... Und ich habe als Anwalt eins gelernt, alles, was passiert, da stehen immer Motive und Interessen dahinter. Und die werden gar nicht mehr erforscht. Es wird einfach ein Vorurteil gepflegt. Und das ist mir viel zu wenig. Und nicht, dass Sie mich missverstehen. Ich bin auch kritisch zu Putin. Aber deshalb nicht so voller Vorurteile wie andere. Wir sind noch in der Einstiegsrunde und deshalb soll man nicht schon alle Bullets verschießen. Nö. Neben Ihnen sitzt Norbert Röttgen, Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses des Deutschen Bundestages. Herr Röttgen, Donald Trump sagt, er will seine neuesten, angeblich smarten Raketen einsetzen. Steht die Bundesregierung in einem solchen möglichen Waffengang an der Seite der Amerikaner oder haben wir damit nichts zu tun? Ich glaube, dass wir an der Seite der Amerikaner, wie aber auch der Franzosen und Briten möglicherweise stehen. Ich glaube, wir sollten aber vor allen Dingen an der Seite derjenigen stehen, die den Verbrechen, die dort stattfinden, es geht ja nicht, leider würde ich sagen, um Vorurteile, sondern wir haben ja Tote, wir haben Hunderttausende von Toten, wir haben jahrelangen Krieg und wir wissen auch, wer die sind, die den Krieg betreiben, die ihn machen. Dass wir an der Seite derjenigen stehen, die die Opfer dieses Krieges sind. Hunderttausende von Menschen, die gestorben sind. Kleine Kinder, die jetzt wieder, wie in Bildern dokumentiert worden ist, auch zu den Zivilisten zählen, die umgebracht worden sind. Und das muss beendet werden. Mhm. Und da haben wir auch viele Unterlassungssünden begangen. Andere haben anderes falsch gemacht. Aber wir, der Westen, hat nicht den Krieg geführt. Und wir müssen jetzt endlich etwas tun, dass dieser Krieg beendet wird. Und um eins klar zu sagen,
einmal eine Militäraktion und dann ist das Thema wieder verschwunden. Sozusagen ein Empörungshöhepunkt und vielleicht eine Militäraktion und dann ist wieder alles vorbei. Das wird nicht dazu führen, dass der Krieg beendet ist. Mhm. Und das erwarte ich von Deutschland, von den Europäern, von den USA und von den Vereinten Nationen, dass dieses Thema nicht mehr von der internationalen Tagesordnung verschwindet. Nicht Militäraktion, sondern Politik, Diplomatie und es darf nicht mehr aufhören damit. Mhm. Wir sind bei Alexander Raab, Publizist. Historiker für das Deutsch-Russische Forum sprechen. Müssen wir uns Sorgen machen, dass der Kalte Krieg wieder beginnt, Herr Raab, oder müssen wir nicht viel mehr Sorge vor einem neuen heißen Krieg haben? Einen heißen Krieg, den sehe ich so nicht. Ich glaube, dass wir in den letzten Stunden eine Deeskalation erleben. Mhm. Vielleicht sind es amerikanische Militärs, die ihren Präsidenten jetzt zurückgepfiffen haben, vielleicht andere. Ich sehe auch, dass die Engländer und die Franzosen eher vorsichtiger reagieren. Und ich sehe auch, dass die Russen den Krieg nicht wollen. Die Russen versuchen auch, auf Dialog zu schalten. Und jetzt die Stadt Duma, wo dieser Chemieangriff stattgefunden hat oder nicht stattgefunden hat. Sie wollen jetzt die UNO-Inspekteure da reinlassen, mhm, um der Welt zu demonstrieren, dass sie im Recht haben, sie im Recht sind ab morgen. Ja, ich denke, dass wir hier wenigstens neue Ansatzpunkte erleben werden. Ich glaube nicht, dass die Großmächte einen Krieg wollen. Was fehlt, ist das, was Herr Röttgen richtig gesagt hat. Es fehlt ein gemeinsamer Versuch, ich rede nicht von einer gemeinsamen Strategie, ein gemeinsamer Versuch der Großmächte, der Außenmächte in Syrien für Frieden zu schaffen. Mhm. Katja Gloger sitzt neben Ihnen, geschätzte Kollegin vom Stern, Korrespondentin AD in Washington und in Moskau. Frau Gloger, kann eine direkte militärische Konfrontation zwischen Russland und den USA außer Kontrolle geraten? Oder stünde zu hoffen, dass man wie vor einem Jahr sich vorher abspricht und vorher kommuniziert? Nun haben die russischen und amerikanischen Militärs in dem sehr gefährlichen Luftraum, in dem ja viele andere Akteure auch aktiv sind, unterwegs sind, Türkei, Iran, Israel, die Militärs haben eine Vereinbarung getroffen, sich zu verständigen, Informationen auszutauschen, um eben genau das zu verhindern, was uns allen ja so große Sorgen macht, dass ein Missverständnis, ein Unfall, eine Zufälligkeit in einer Eskalationsspirale endet, die dann im schlimmsten Fall zu einer direkten militärischen Konfrontation führen könnte. Mhm. Im Moment sieht es nicht so aus, als ob es dahin steuert, aber ausgeschlossen ist es nicht. In einer Zeit auch, in der wir ja mit Akteuren zu tun haben, sowohl in Moskau als auch in Washington, die mir zumindest doch immer unberechenbarer erscheinen. Also die Unsicherheit, dieser Unsicherheitsfaktor ist so groß und ich glaube auch größer fast als zu Zeiten des Kalten Krieges. Da wusste man wenigstens, woran man war. Und dass es auch keine Strategie für die syrische Situation gibt, das kann man tatsächlich jeden Tag aus dem Hause Washington erfahren. Die Hölle Syrien. Nach dem mutmaßlichen Giftgasangriff droht eine weitere Eskalation. Die Potenzierung des Grauens, die niemand mehr für möglich hielt. Noch an Ostern fabulierte der amerikanische Präsident: Ich möchte raus, ich möchte unsere Truppen zurückbringen. Dann die Rolle rückwärts und gestern dieser Tweet. Russland beteuert, alle Raketen auf Syrien abzuschießen. Mach dich bereit, Russland, sie werden kommen. Hübsch und neu und smart. Ihr solltet nicht verbündet sein mit diesem Tier, das sein Volk mit Giftgas tötet und es genießt. Es wäre auch ein Befreiungsschlag, denn Trump steht zu Hause mächtig unter Druck. Sonderermittler Mueller und das FBI, ein Pornostar namens Stormy Daniels und die Falken in der eigenen Partei. Wir müssen Russland dafür bestrafen, dass sie lügen, wenn es um den Chemiewaffenvertrag geht, den sie für Syrien ausgehandelt haben. Dass die Russen dabei Assad überwachen, ist in etwa so, als ob Mussolini Hitler überwachen würde. Der Countdown für einen massiven US-Militärschlag läuft. Erstmals drohen dabei beide Weltmächte in Syrien aufeinander zu treffen. Sandra Navidi, Unternehmerin in New York, Autorin, Publizistin. Sie kommen gerade aus New York und haben natürlich mitverfolgt, was Donald Trump stündlich via Twitter in die Welt sendet. Kann er hinter diese Drohungen von gestern eigentlich noch zurück, auch wenn er sie heute relativiert?
Ja, er beraubt sich seiner eigenen Glaubwürdigkeit. Man muss sehen, er befindet sich gegenwärtig in einem Überlebenskampf. Und er gerät immer mehr in Panik. Und deswegen handelt er zunehmend widersprüchlicher und unberechenbarer. Und er kann dann auch oft nicht zurück. Zum Beispiel letzte Woche hat er gesagt, wir ziehen uns aus Syrien zurück. Da hätte er die Chance gehabt, zur Deeskalation und Parameter zu klare Stellung zu beziehen. Und dann gestern hat er dann ganz impulsiv, ins Gegenteil ist er umgeschlagen. Und das kommt auch einfach daher, weil er keine Strategie hat. Er kann immer nur einen Schritt vorausdenken. Und man kann sein Handeln, seinen Tweet, vorgestern war das, glaube ich, auch als Warnung an Russland sehen, dass er gesagt hat, macht euch gefasst, da kommt möglicherweise etwas auf euch zu. Und nun kam heute tatsächlich dieser Tweet. Gucken wir auch da nochmal rein. Ich habe nie gesagt, wann wir in Syrien angreifen. Könnte sehr bald sein oder auch nicht so bald. Auf jeden Fall haben die USA unter meiner Regierung einen tollen Job gemacht, die Region vom IS zu befreien. Wo bleibt das Dankeschön, Amerika? Also die Frage an Herrn Röttgen natürlich, wie kann man damit eigentlich außenpolitisch umgehen? Die Bundesregierung hat Stellung bezogen. Sie hat interessanterweise gestern gesagt, dass ein solcher Giftgasanschlag nicht ungesühnt bleiben kann. Das ist ein schweres Wort. Sind wir so sicher, dass wir sühnen müssen? Nein, das Wort Sühne, finde ich, ist nicht das richtige Wort. Das ist nicht der Kontext, weil wer hat die Legitimation zu sühnen in dieser Welt? Es geht eher um Prävention. Es geht um die Frage, können wir etwas tun, damit nicht ein weiterer Giftgasangriff Assads kommt? Unabhängig davon, wie die einzelnen Umstände jetzt waren, hat es Giftgasangriffe gegeben, mehrere. Und man muss auch gar nicht über Giftgas reden. Es gibt ja Tote durch Bombardierung. Aleppo ist bombardiert worden. Die Zivilisten sind vertrieben worden, damit man gezielter gegen die Kämpfer vorgehen kann. Das Gleiche ist jetzt in Ost-Ghuta und in Douma passiert. Eine bewusste Vertreibung durch Tötung und gezieltes Angreifen der Orte, wo sich Menschen aufhalten, auch Kinder aufhalten, damit die Zivilisten fliehen und man dann gegen die Kämpfer vorgehen kann. Und die Frage ist, gucken wir da nur zu, empören wir uns gelegentlich oder fangen wir an, Verantwortung wahrzunehmen, auch übrigens für uns. Denn die Flüchtlingskrise hat eine Ursache in Syrien gehabt. Es geht also auch um unsere Interessen. Und das ist dann auch eine europäische Verantwortung. Also ich würde nicht Sühne und wir rächen, sondern wir haben dieses Leid jetzt seit Jahren. Und wir haben eine Verantwortung und ein Interesse, auch als Europäer, hier Verantwortung zu übernehmen. Wie man das leider macht? Sind die Amerikaner, ja. Leider ist dieser amerikanische Präsident sozusagen, die USA sind einerseits und bleiben trotz Trump nicht ersetzbar. Sie sind nicht ersetzbar durch irgendwen und auf der anderen Seite sind sie geschwächt durch diesen Präsidenten. Herr Gysi, noch mal die Frage. Beide Seiten drohen sich ja jetzt mit Vergeltungsschlägen. Ist der Vergleich mit der Kuba-Krise wirklich so abwegig? Wie damals zwischen Khrushchev Nein. und Kennedy? Das war eine andere Situation. Man hatte sich eben in Jalta verständigt auf die Einflusssphären. Bloß Großbritannien, USA und Sowjetunion. Und niemand hat an Kuba gedacht, das damals noch unter Batista stand. Dann gab es dort die Revolution. Und Khrushchev meinte, es sei seine Einflusssphäre. Und Kennedy sagte, nein, das bleibt unsere Einflusssphäre. Und als er dann Atomwaffen dort stationieren wollte, sagte Kennedy, dafür ist er bereit, den Dritten Weltkrieg zu führen. Dann kam Khrushchev glücklicherweise zur Vernunft, drehte seine Schiffe wieder ab. Dafür haben die Amerikaner dann Raketen aus der Türkei wieder abgezogen. Aber es war die einzige Situation, wo es wirklich hätte zum Weltkrieg kommen können. Das war damals eine sehr gespannte Situation. Aber jetzt, wissen Sie, das waren alles noch so zu berechnende Faktoren. Die konnten noch telefonieren, die konnten noch darüber reden, was man vielleicht dann doch besser nicht macht. Die Situation, das ist auch meine Sorge, die Sie geschildert haben, dass da irgendetwas passiert und plötzlich eskaliert das Ganze und es hat da niemand mehr im Griff. Natürlich hat Herr Röttgen recht, wenn er sagt, wir brauchen Diplomatie, wir brauchen Politik, wir müssen den Krieg beenden. Aber wir dürfen ja auch nicht vergessen, worum es eigentlich geht. Der Putin sagt, er lässt weder im Nahen Osten noch in früheren Sowjetrepubliken seinen Einfluss weiter zurückdrängen. Und der Westen sagt, mit Genehmigung der Staaten dürfen wir bis an eure Grenze heran. Das ist ein Interessenkonflikt. Und nun möchte ich gerne, lassen Sie es mich mal sagen, nun möchte ich gerne eine Vermittlerrolle, dass man einen Interessenausgleich schafft. Europa hat in Bezug auf Russland ein anderes Interesse als die USA. Ohne und gegen Russland kriegen wir nicht Sicherheit und Frieden in Europa. Das müssen wir alle sehen. Und darf ich noch eine Sache sagen?
die mich sehr gedanklich, ärgert. Ja, okay. Wir sind gedanklich. Die Türkei macht auch einen Aggressionskrieg in Syrien. Dazu sagen sie gar nichts. Und das machen die auch. Wir haben noch nicht darüber gesprochen. Ja, das dann machen wir die gerne auch mit unseren Waffen. Und unsere Bundeswehr ist beteiligt. Sie steht in Jordanien, in der Türkei, sammelt alle Daten zu Syrien, gibt das an die Allianz gegen den Islamischen Staat. Da gehört auch die Türkei zu. Und die nutzt diese Daten im Kampf gegen die Kurden und Kurden, die an unserer Seite gegen den Islamischen Staat darüber gekämpft haben. Wir hier schon ganz die Welt viel ist doch verrückt geworden. Ich bitte Sie, wir müssen das mal wieder auseinanderdröseln. Wir sind noch gedanklich in Syrien, auch wenn, in einen Pott geschmissen. Wenn, genau, auch wenn die Türken interessanterweise gesagt haben, Putin und Trump würden sich benehmen wie Straßenpflege. Beide Seiten sagen ja, sie reagieren nur auf die Provokationen der anderen Seite. Wer, Katja Gloger, agiert und wer reagiert eigentlich? In Syrien. In Syrien. Wir als Westen, Europa und die Vereinigten Staaten müssen uns anziehen, dass dieser Krieg überhaupt so massiv eskaliert ist. Weil sich der Westen entschlossen hat, zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht weiter tätig zu werden. In Syrien. In Syrien. Mhm. Weder politisch noch militärisch. Wir alle erinnern uns an Obamas rote Linie, die er erklärt hat und für den Einsatz von Chemiewaffen und dann doch weggesteckt hat. In dieses politische Vakuum ist Wladimir Putin mit einer für viele Seiten überraschenden Militärintervention hineingestoßen. Und das ist der Fakt, glaube ich, mit dem wir jetzt umgehen müssen. Putin oder Russland als Schutzmacht des syrischen Machthabers. Und es sieht so aus, als dass Assad diesen Krieg gewinnt. Das ist eine vielleicht bittere Erkenntnis, eine bittere Wahrheit. Aber damit müssen wir lernen, auch umzugehen und vielleicht Lehren für die Zukunft zu ziehen. Wir sind, Frau Navidi, bei der Tatsache zu fragen, welche Schlussfolgerungen wir ziehen. Der ehemalige US-Botschafter in Deutschland, John Kornblum, hat heute Morgen interessanterweise gesagt, man hätte genügend Indizien und Erfahrungen und so genaue Untersuchungen seien nicht nötig, ob es einen Giftgasanschlag nun gegeben hat in Syrien oder nicht. Kann man auf der Basis, da wird schon was dran sein, Raketen losschicken? Also natürlich muss man zunächst einmal Fakten finden, aber es gibt auch sowas wie Indizienbeweise. Also wenn Sie abends schlafen gehen und der Rasen ist grün und Sie wachen am nächsten Morgen auf und der ist weiß, dann haben Sie nicht gesehen, dass es geschneit hat, aber Sie wissen, dass es geschneit hat. So, und so gibt es natürlich auch viele verschiedene Punkte, die man verbinden kann, Muster. Und dann kommen dazu noch Geheimdienstinformationen, die uns vielleicht nicht unbedingt bekannt sind, also der Öffentlichkeit. Zum Beispiel soll der britische Geheimdienst da auch nähere Erkenntnisse haben, möglicherweise auch der französische. Also von daher natürlich sollten die Fakten so gesichert sein wie möglich, aber sich immer zurückzuziehen auf das Argument, dass damals die Massenchemie-Vernichtungswaffen, dass damals die Diagnose falsch war in den USA und jetzt damit stets neue Erkenntnisse zu entkräften und zu sagen, damals war es falsch, dann muss es heute auch de facto falsch sein. So kann man natürlich auch nicht argumentieren. Nein, das nicht. Aber dass man ein gewisses Misstrauen hat und die Dinge selbstverständlich überprüft. Ich bin ja sehr dafür, dass die internationale Organisation dahin geht und das prüft. Und wenn wir die Ergebnisse haben, können wir so anders damit umgehen. Und dann sind wir nämlich bei der nächsten politischen Frage, Herr Röttgen, wenn die noch gar nicht da war. So, also wie kürzlich in diesem Fall Skripal, dazu kommen wir noch, auch in Syrien. Warum werden diese unabhängigen Untersuchungen nicht abgewartet? Hier gibt es eine klare Antwort. Weil Russland bislang das sabotiert hat. Völlig klar. Weil Russland vor allen Dingen im UN-Sicherheitsrat. In dem Fall haben Sie vorgeschlagen. In diesem Fall. Es wird ein großes Verwirrspiel gemacht. Ja. Von beiden und auch Sie haben eben alles wieder in einen Topf geworfen. Hinterher gesagt, wir müssen es mal auseinandernehmen. Alles durcheinander. Weil Russland über Jahre jetzt schon, ich glaube, es sind jetzt zum dutzenden Mal ein Veto eingelegt worden, wenn es um Assad geht. Und es gab einen vereinbarten Mechanismus der Überprüfung zwischen dieser Organisation zum Verbot von Chemiewaffen und der UN. Der ist 2015 eingerichtet worden. Und als er im Lauf der Zeit langsam wirksam wurde, hat Russland es sabotiert. Es wird der Zugang von den Experten verwehrt. Es wird der Zugang von humanitären Rettungskräften verwehrt. Russland betätigt sich seit
dem die USA, nicht der Westen, die Europäer waren ja sowieso nie da. Seitdem Obama gewissermaßen nicht militärisch, seitdem Obama nicht militärisch interveniert ist, nach einem Giftgaseinsatz Assad, ist ein machtpolitisches Vakuum entstanden aus dem Nichteinsatz der USA. Und in diese Lücke ist Russland mit massivem Militäreinsatz vorgestoßen. Und seither ist Russland militärisch und politisch die Schutzmacht von Assad unter Einschluss der Verhinderung der Möglichkeit der objektiven, unabhängigen Untersuchung von Giftgaseinsätzen. So, wenn das so ist, wie Herr Röttgen sagt, Frau Glober, warum, Herr Rahr ist gleich dran, warum sollte eigentlich, wenn Donald Trump ankündigte, er will seine Truppen rausziehen aus Syrien, warum sollte Assad dann eigentlich darauf einen Giftgasanschlag setzen? Über Motive kann man spekulieren. Manchmal passieren Dinge auch. Dann wird eine Bombe geworfen. Da ist ein chemischer Kampfstoff drin. Chlorgas drin. Ich würde gern versuchen, ein bisschen Klarheit in diese Verwirrung mit den Experten der OPCW zu bringen. Denn das ist ja schon ein wichtiger Knackpunkt, absolut. Ich auch denke, selbstverständlich soll die internationale Gemeinschaft abwarten, was Experten vor Ort finden. Dabei gibt es nur ein Problem. Die Experten der OPCW, die jetzt zum Fakten finden, vor Ort gehen können, wenn ihnen das physisch überhaupt möglich ist oder ermöglicht wird, die können im besten Falle ihrem Mandat zufolge feststellen, welche Substanz verwendet worden ist. Diese Experten haben im Unterschied zu einer früheren UN-Expertenkommission nicht das Mandat herauszufinden, woher das kommt. Woher das stammt. Das Mandat dieser Expertenkommission ist leider Ende des vergangenen Jahres aufgrund eines russischen Vetos im UN-Sicherheitsrat nicht verlängert worden. Man kann die Berichte dieser Kommission oder dieser Expertengruppe aber nachlesen. Und gehen über viele, viele Seiten und haben im letzten Jahr ja auch nachgewiesen, dass es einen Giftgasanschlag gab. Und zeigen, dass in einer Vielzahl von Chemiewaffenangriffen das syrische Regime zur Verantwortung zu ziehen ist und nur in einem einzigen Fall der sogenannte Islamische Staat IS. Okay, wir sind bei Herrn Rahr. Herr Rahr, der französische Präsident Emmanuel Macron sagt heute, es gibt sichere Beweise, ich zitiere, dass Chemiewaffen verwendet wurden, zumindest Chlorgas, und dass sie vom Regime von Bashar al-Assad kommen. Welchen Grund gibt es daran zu zweifeln? Naja, man müsste ein bisschen mehr sagen. Das ist dasselbe wie bei Theresa May, die gesagt hat, die Russen waren das. Zwei Tage nach der Vergiftung des Skripals. Bleiben wir erstmal in Syrien? Wir bleiben in Syrien und ich bin nicht im französischen Geheimdienst. Ich würde einfach, ich glaube, der Fall ist so schwierig, dass er der Öffentlichkeit mehr schuldet als diese Worte. Und er ist ja auch nicht dabei, jetzt in den Krieg reinzutreten. Aber wir müssen einfach sehen, dass wir jegliches Vertrauen untereinander verloren haben. Es gibt zwei unterschiedliche Versuche, die Syrien-Krise zu bewältigen. In Genf fanden Gespräche statt mit der Opposition und Assad unter Vermittlung des Westens, jetzt unter Vermittlung Russlands in Kasachstan, an dem sich der Westen nicht beteiligt. Putin selbst hat mir vor 3 Jahren seinen Plan zu Syrien noch vorgestellt. Der war ja sehr vernünftig. Eine Wahl in Russland, in Syrien, eine Verfassung, die auch von allen unterstützt wird. Und es stand ja auch nicht da, dass Assad bleiben muss. Bloß der Westen besteht auf einem Punkt, auf dieser westlichen, werteorientierten Politik. Der Mann muss weg, es ist ein Verbrecher. Er tötet Kinder, deshalb wollen wir mit ihm nichts zu tun haben. Inzwischen haben die Russen und die Türken und die Iraner ihren eigenen zweiten oder dritten Plan für Syrien vorgelegt. Warum arbeiten wir nicht gemeinsam? Die Türken sind NATO-Mitglieder. Da gibt es genug Stoff, um zu diskutieren, um dieses leidgeprüfte Land und Volk, und dazu gehört ja auch der Irak, der daneben ist, zu stabilisieren. Das wird nur gemeinsam laufen. Aber die Russen kriegen wir da nicht weg, sicherlich. Weil die Russen sich von Anfang an dort eingemischt haben. Nicht, weil sie so sehr an Assad hängen, sondern weil sie gesagt haben, sie werden die Strategie des westlichen arabischen Frühlings bekämpfen. Regime-Change ist zu Ende. Wir werden alles dran setzen, dass vom Westen her nicht mehr auch ihre Verbündeten in der Weise abgesetzt werden. Das kann man kritisieren, aber das ist der Punkt in der Weltpolitik sozusagen. Und hier muss man sich, denke ich, anders einigen.
Über die Kuba-Krise haben wir gesprochen. Damals hat man doch geredet. Heute will man mit dem russischen Botschafter in Washington nichts zu tun haben. Damals hat Robert Kennedy mit dem Dobrynin ja ständig telefoniert. Und er wurde auch ins Weiße Haus eingeladen. Und jetzt geht man an russischen Botschafter vorbei und will das nicht. Warum? Früher hat man die Sowjetunion wenigstens als Feind, es war ja unser Feind, denke ich, damals respektiert. Russland respektiert man nicht. Russland ist der Verlierer des Kalten Krieges. Ja. Und es wird als Land beschrieben, das heruntergewirtschaftet hat, das nichts mehr zu sagen hat in der Weltpolitik. Und ich glaube, das ist der Schlüssel zum Missverständnis der ganzen hochgefährlichen Situation auf dieser Weltlage. Da stimme ich Ihnen zu. Unter Jelzin war der Eindruck auch so. Wenn der Westen ging wirklich davon aus, den muss man gar nicht mehr ernst nehmen. Und Putin wollte natürlich beweisen, dass das wieder anders ist. Und das hat der Westen bis heute nicht begriffen. So, und jetzt ist ja aber trotzdem die Situation, Herr Röttgen, dass wir Putin eigentlich nicht bedauern müssen, sondern dass er in Syrien ja derjenige ist, der wahrscheinlich zusammen mit Assad gewinnen wird. Die Amerikaner werden sich rausziehen. Das wird keine langfristige militärische Offensive sein. Der Westen insgesamt auch nicht. Worin besteht dann also eine Lösung, wenn nicht darin, sich tatsächlich zu einigen? Also natürlich besteht sie in der Einigung, aber was Sie gerade beschrieben haben, ist ja das Gegenteil von einigen. Das ist ja eine, Frau Gloger hat das, ich habe mit allem stimme ich überein, was Sie gesagt haben, aber Ihre Perspektive zu sagen ist, Assad gewinnt durch die Unterstützung des Iran, über den wir übrigens auffälligerweise nie reden, war keine Kritik, sondern es ist ganz auffällig, dass es Iran immer gelingt, eigentlich voll mit dabei zu sein, nämlich die Bodentruppen mit der Hisbollah zu stellen, aber man redet nie darüber. Und mit Russland, dann ist das, wenn wir das sozusagen antizipieren und akzeptieren, dann ist das eine bittere, bittere Perspektive für viele Millionen Menschen in Syrien. Und darum, finde ich, dürfen wir nicht bereit sein, einfach so zu sagen. Aber wie viele Länder, Herr Röttgen, haben, wir haben es schon erwähnt, eine Aktie in Syrien? Die Saudis, die Israelis, die USA. Was ist also so viel empörender, wenn es die Türken und die Russen und die Iraner auch tun? Weil die drei, es hat ja den Gipfel dieser drei Länder gegeben. Iran, Türkei, Russland haben sich gerade erst getroffen. Bei diesem Gipfel ist eins deutlich geworden. Diesen drei Ländern geht es um ihre jeweiligen machtpolitischen Interessen, die sie ohne Rücksicht durchsetzen. Aber an einer Ordnung dieses Landes sind diese drei weder interessiert, noch sind sie in der Lage dazu. Also die drei werden keine Ordnung für Syrien erstellen. Und darum wird daraus auch keine Perspektive erwachsen. Es wird dann weiter Krieg geführt werden, es wird weiter Bürgerkrieg geführt werden. Es wird übrigens dazu kommen, dass die Israelis, wenn ihr Szenario zutrifft, werden die Israelis sich immer weiter gegen syrische Stellungen in Grenznähe militärisch wehren und attackieren. Das wird wiederum Rückwirkungen auf den israelisch-palästinensischen Konflikt haben. Also wenn wir so fatalistisch sind und sagen, es geht alles so weiter, dann wird es dann ist das die eigentliche Kriegseskalation, die wir schon akzeptieren. Und es ist übrigens das weitere Antreiben auch der sogenannten Fluchtursachen, weil die Menschen können gar nicht mehr anders als aus dieser Region fliehen. Wenn, das haben Sie vorhin selber gesagt, wenn wir aber etwas zugelassen haben, dann wenigstens, dass Wladimir Putin zu neuer Stärke wächst. Lavieren, leugnen, lügen. Der Kalte Krieg ist zurück. Vorteil: Wladimir Putin. Kein anderer Staatschef beherrscht die Klaviatur der unterschwelligen Aggression so perfekt wie der ehemalige KGB-Offizier. Putin poltert nicht wie Trump oder Erdogan. Er nutzt die Lücken, die ihm andere lassen, vor allem Demokratien. Ob das Brexit-Referendum in Großbritannien, der US-Wahlkampf oder die Flüchtlingsdebatte bei uns. Die Spuren von Desinformation und Aufwiegelung führen immer wieder in den Kreml. Nie direkt. Immer durch ein Labyrinth von Cyberangriffen, Business-Deals und Geheimtreffen auf abgelegenen Inseln. Es funktioniert. Über die Krim redet keiner mehr. Der russische Vasall Assad bleibt an der Macht. Amerikaner und Europäer sollen keine Rolle im Nachkriegssyrien spielen. Der Westen schwächelt. Die EU bangt um den Zusammenhalt. Trump ist im Dauerüberlebenskampf. Vorteil Putin. Katja Gloger, wir haben gerade schon gesagt, Giftgas in Syrien, Leugnung von der russischen Seite, die Gegenseite wird beschuldigt. Ist das einfach ein Verhaltensmuster von Wladimir Putin, das Erfolg hat? Weil er in diesem Informations- und Meinungskrieg
ob unserer Fehler immer die Vorhand hat. Es hat zunächst und zuallererst ziemlich großen Erfolg in seinem eigenen Land, weil es sein Herrschaftssystem absichert. Russland als belagerte, als vom Westen belagerte Festung zu propagieren. Die Menschen in diesem Land, die sich dann hinter ihrem Führer patriotisch und opferbereit versammeln sollen und den russischen Sonderweg, so will ich ihn einmal nennen, gehen sollen. Wir müssen konstatieren, dass sich in den vergangenen Jahren Russland zunehmend aus Europa verabschiedet hat und von Europa verabschiedet hat und einen eigenen Weg gehen möchte in eine postwestliche Welt. Dazu gehört die massive Ablehnung des liberal-demokratischen Modells. Wenn ich in diesen Tagen nach Moskau reise, ich werde durchaus auch misstrauisch betrachtet als jemand, der da aus dem Westen kommt. Und man begegnet mir immer mit der manchmal flapsigen, manchmal zynischen Redewendung. Ach ja, ihr da aus dem Westen, ihr sagt ja, der Russe ist an allem schuld. Also es dieses Narrativ funktioniert sehr gut innenpolitisch und es funktioniert nicht schlecht zumindest, wenn es um Debatten in den schwächelnden Demokratien im Westen geht. Herr Rahr ist gleich dran. Ich möchte Frau Navidi noch mal fragen, hat Wladimir Putin tatsächlich Erfolg, auch im Angesicht dieses amerikanischen Präsidenten, der ihn zu einem Besuch einlädt, der verspricht, dass es gute Beziehungen geben wird nach Moskau, um dann tatsächlich am nächsten Tag den Schalter wieder umzudrehen und Sanktionen und Drohungen zu erfinden, aber zunächst mal zu sagen, eigentlich verstehen wir uns ganz gut. Ja, er hat einen Riesenerfolg damit gehabt. Er hat einen feindlichen Angriff auf den demokratischen Staat angenommen durch Unterwanderung. Der Militärstabschef Gerasimov hat vor ein paar Jahren schon gesagt, also wir können absehen, dass wir auf asymmetrischer Kriegsführung nicht die Oberhand behalten werden, weil die Russen da unterlegen sind. Also satteln wir um auf hybride Kriegsführung, nämlich durch Desinformation, durch Cyberkrieg, durch Unterwanderung der amerikanischen Gesellschaft. Und da haben Sie natürlich ein leichtes Spiel, anders als andersherum, denn Sie können die demokratische, offene amerikanische Gesellschaft sehr gut durchsetzen. Das haben wir jetzt gesehen. Und Sie haben ja, da sind sich alle US-Geheimdienste einig, dass sie einen maßgeblichen Anteil daran haben, dass Donald Trump jetzt im Amt ist. Mhm. Und man hat immer den Eindruck, als ob er entweder direkte Empfehle empfängt oder in vorauseilendem Gewahrsam das macht, was Putin zugutekommt. Naja, ich glaube, es ist ein bisschen umgekehrt. Er muss jetzt immer lauter Sachen machen, damit ihm nicht unterstellt wird, dass er an der Seite Russlands steht. Außerdem, ja, so einseitig kann dann man... Dann ist es doch ja, so. Nein, das sage ich ja. So einseitig, wie Sie das sehen, Frau Gloger, kann ich das nicht sehen. Es fing ja anders an. Putin hat im Bundestag gesprochen. Er wurde mit allen Ehren empfangen, etc. Damals hat er Vorschläge gemacht über eine gemeinsame Wirtschaftszone in Europa, eine gemeinsame Sicherheitszone, hat den Westen nicht interessiert. Dann gab es Diplomaten, die bei der Ukraine gesagt haben, wir müssen auch mit Russland reden und eine Verständigung erzielen. Und andere haben gesagt, wir müssen gar nicht mit denen reden, wir können da mit der ukrainischen Regierung machen, was wir wollen. War vielleicht nicht besonders klug. Ich bin ja nicht unkritisch zu ihm, aber ich will, dass wir ein anderes Verhältnis aufbauen. Und jetzt haben wir eben eine Situation in Syrien, die durch die Vielzahl der Staaten, die Sie gesagt haben, Frau Illner, die da alle kriegerisch beteiligt sind, darunter ist ein NATO-Staat. Der NATO-Staat führt einen Aggressionskrieg. Die NATO schweigt. Sie sagt nichts mal dazu. Dabei war das mal ein Verteidigungsbündnis. Da muss man doch, wenn ein Mitgliedsland einen Aggressionskrieg führt, was dazu sagen. Das passiert nicht. Er redet schon wieder über die Türkei? Nein, passen Sie auf. Das Problem ist, es wird alles unglaubwürdig dabei. Stimmt. Und wir sind trotzdem, es ist unglaubwürdig. Und wir sind trotzdem noch mal bei Ihrer These, Herr Rahr, nämlich, dass der Westen sich gegenüber den Russen unfair verhält und dass wir ihnen eigentlich... Was heißt unfair? Das ist Interessenpolitik. Dass wir ihm einen neuen Kalten Krieg erklären. Ja, das ist mein Eindruck von meinen Reisen jetzt nach Russland, wo man mir sagt, vernünftige Russen, nicht irgendwelche scharfen Anspitzer und Denker, die sagen,
Der Westen hat uns den Kalten Krieg erklärt. Wir haben dem Westen keinen Kalten Krieg erklärt. Was wollen wir vom Westen? Wir wollen eigentlich einen Handel treiben. Wir wollen Mitspracherecht beim Aufbau eines neuen Europas von Lissabon bis Vladivostok. Wir wollen keine NATO-Osterweiterung. Wir sind nicht aggressiv. Die Krim-Annexion ja, ist eine Folge dessen, was in der Ukraine passiert ist. Ukraine ist ein Zankapfel geworden. Nein, das ist kein Narrativ. Das ist ein Narrativ, das wir gemeinsam sehen. Aber ich wollte, die Ukraine ist ein Sonderfall, da können wir gerne reden, ist ein Zankapfel beider Seiten geworden. Aber was Sie gesagt haben, ich glaube, um das so zu spitzen, ich glaube, die Amerikaner haben einfach den Spieß umgedreht. Sie haben doch hier spioniert. Sie haben doch diese Hackerangriffe ja auch gestartet. Und Sie haben sich doch, auch wir haben uns doch über unsere Stiftungen, ich war ja auch Teil dessen in Russland, sowohl in den anderen postsowjetischen Ländern, immer wieder bemüht, demokratische Strukturen, Zivilgesellschaft aufzubauen. Und dann kam natürlich dieser Superspion, der Amerikaner Snowden, der jetzt in Moskau sitzt. Für Obama war das die größte Katastrophe seiner politischen Laufbahn, dass der Mann, wirklich der Geheimnisträger, jetzt in Moskau sitzt. Und dann haben die Amerikaner natürlich durch einen sehr erfolgreichen Informationskrieg, die Russen da auch mitgemacht, das alles so umgedreht, dass nicht sie die Schuldigen sind, sondern die Russen, die immer wieder den Westen angreifen wollen. Wir stecken leider Gottes in einem furchtbaren, grässlichen Informationskrieg, wo man wirklich keine Seite mehr glauben kann. Aber dass wir uns gegenseitig immer einmischen in die anderen Gelegenheiten, das ist auch ein Fakt, das kann man doch nicht leugnen. Nur, dass wir nochmal nach Syrien zurückkommen, ganz kurz die Frage, war das Einmischen der Russen in den Syrien-Konflikt in ihrer Warte dazu da, diesen Konflikt zu befrieden? War es also gut? Ich glaube, dass Russland sich dort eingemischt hat, weil man in Russland glaubt, dass im Mittleren Osten die Weltpolitik neu definiert wird. Dass sich dort entscheidet, ob die Welt eine monopolare bleibt, beherrscht und kontrolliert natürlich von westlichen und amerikanischen Normen. Die haben sich doch gerade zurückgezogen. Oder die haben sich doch nicht zurückgezogen. Natürlich. Jetzt wollen die doch gleich bombardieren. Aber die Frage war, fanden Sie das gut oder nicht? Eine multipolare Welt, die natürlich Russland, China, Indien und auch mit einschließt. Darum geht es. Und deshalb sind nach Syrien gegangen. Finden Sie diesen Krieg gut oder nicht? Sagen furchtbar finde ich den. Absolut abscheulich. Ich finde den ganzen Krieg in Syrien abscheulich. Das arme, geschundene Volk. Aber den Rebellen wurde auch gesagt, aber dass sie anfangen sollen. Wieso zeigen jetzt Sie alle denn hier auf die Russen? Die Russen sind mit Assad sicherlich. Die Gründe habe ich genannt. Man will keinen Regime-Change haben. Aber auch Assad wird von einem großen Teil, ich bin kein Syrien-Spezialist, aber ich rede mit vielen, von einem großen Teil der Bevölkerung unterstützt, weil man nicht die anderen in der Macht haben will. Und diese Opposition gibt es ja nicht. Das stimmt, man muss wählen lassen, sicherlich. Die Voraussetzungen müssen gemeinsam dafür geschaffen werden, im Irak und in Syrien. Aber er tötet seine Wähler gerade. Ja, aber die töten ihn doch. Damaskus wird doch ständig angegriffen von den Rebellen. Hat die russische Armee den Amerikanern und dem amerikanischen Präsidenten sogar einen Gefallen getan, da einzugreifen in Syrien? Weil man sich tatsächlich ja auch vorher abgesprochen hat, an welchen Stellen man sich in die Quere kommt und nicht in die Quere kommt. Und das angekündigte massive Militärschläge der Amerikaner letztes Jahr beispielsweise den Russen oder Assad natürlich nicht schadeten und damit eben auch seine Macht nicht angriffen. Ist das ein großes Spiel, was wir da erleben? Ja, wobei, wie gesagt, die Amerikaner keine große Strategie haben. Aber wenn ich noch mal kurz zurückgehen darf auf Ihren Einwand, das ist immer typisch für die russische Seite, dass die Argumente umgedreht werden. Pompeo hat gesagt, dass WikiLeaks ein feindlicher Geheimdienst ist. Und Assange ist russisch angeglichen, dann der Herr Snowden sitzt in Russland. Die Facebook-Daten, das hat gerade derjenige Alexander, Cambridge Analytica gesagt, diese Daten sind alle in Russland jetzt. Also, aber von WikiLeaks wurden nie negative Informationen über Russland oder russische Politiker oder russische Persönlichkeiten bekannt. Das ging immer nur über die NSA Amerikaner. NSA hört jedes Telefongespräch in Deutschland ab. Ich bitte Sie. Nehmen Sie es als Kompliment. Die Russen waren einfach besser. Beide Seiten sind nicht besser. In dieser hochkomplizierten und ziemlich gefährlichen Zeit. Ich denke, dass es gut ist für uns alle, dass wir erstens einen kühlen Kopf bewahren und zweitens zumindest versuchen, besonnen vorzugehen. Und ich denke, zu dieser Besonnenheit gehört für uns, für unsere Gesellschaften, gehört auch, dass wir durchaus selbstkritisch über unseren Umgang in der Vergangenheit mit Russland debattieren. Es
war, es herrschte eine gewisse Siegermentalität in den 90er Jahren, vor allen Dingen von Seiten der USA. Das ist alles richtig. Zugleich aber, glaube ich, müssen wir uns kühl und besonnen die Entwicklung in Russland selbst anschauen. Ein zunehmend autoritäres System, das reformunwillig ist, denn jede Reform würde die Existenz dieses Systems irgendwie bedrohen. Und wir im Westen, wir sind und in Europa und besonders vielleicht auch in Deutschland mit unserer langen und komplizierten Geschichte, die wir mit Russland haben, wir sind dazu aufgerufen, die Fakten sprechen zu lassen, besonnen zu agieren, nicht übereilt und vor allen Dingen nicht in diesem emotionalen Mischmasch, den wir viel zu oft erleben und der sich ja auch im Fall Skripal so, und damit äußert. Ist genau das Stichwort gefallen. Tun wir das eigentlich? Und mit diesem Fall Skripal müssen wir uns noch mal befassen, weil Giftgas offensichtlich nicht nur in Syrien eingesetzt wurde, sondern Kampfstoffe tatsächlich auch in einer englischen Kleinstadt auftauchen. Und zwar hochgefährlich und mit tödlicher Absicht. Salisbury, England. Doppelagent Sergei Skripal und seine Tochter werden vergiftet. Das Nervengift heißt Novichok. Die Spur führt in den Kreml. Ganz sicher, sagen die Briten, ganz sicher, sagen die Deutschen. Dass wir einfach keine andere plausible Erklärung dafür finden. Ganz sicher müssen deshalb 150 russische Diplomaten aus aller Welt zurück nach Moskau. Denn es ist sicher Novichok, sagt das britische Labor. Ursprünglich sicher in Russland erfunden, sagt die Organisation für das Verbot chemischer Waffen. Herkunft aber weiter unsicher. Ganz sicher nicht, Russland, sagt Botschafter Netschajew. Aber Russland hat mit diesem Giftstoff nichts zu tun. Inzwischen ist Tochter Julia wieder sicher aus dem Krankenhaus. Sie telefoniert mit ihrer Cousine. Die Cousine in Moskau ist fast sicher. Es war Fischvergiftung. Aus Sicherheitsgründen verweigert Großbritannien der Cousine ein Einreisevisum. Die russische Botschaft warnt davor, die Skripals an einen geheimen, sicheren Ort zu bringen. Für Moskau wäre das eine Entführung russischer Staatsbürger. Ganz sicher. So, es ist leider mehr als eine Räuberpistole, Norbert Röttgen. Und dennoch die Frage, Außenminister Heiko Maas sagt, ganz sicher ist es plausibel, dass die Russen dahinter stecken müssen. Woher weiß er das? Das weiß ich nicht. Ich habe mir eigentlich das zu eigen gemacht. Ich habe mir eigentlich das zu eigen gemacht, was die Briten gesagt haben. Das ist auch aus meiner Sicht plausibel. Es stehen manche Dinge fest, andere glaube ich noch nicht wirklich. Aber fest steht ist, dass es Novichok war. Mhm. Das haben die Briten immer gesagt. Das hat heute das ist heute bewiesen heute von dieser Chemiewaffenkontrollorganisation. So. Zweitens steht fest, dies ist ein sowjetisches Produkt, ist in der Sowjetunion entwickelt worden. Auch der Wissenschaftler, der beteiligt war, hat sich ja öffentlich geäußert, hat dazu etwas gesagt. Und es ist doch dort produziert worden. Und daraus folgt, und das haben die Briten gesagt, entweder ist es tatsächlich unmittelbar heute russischer Einfluss, eine russische Tat gewesen, oder Russland hat die Kontrolle darüber verloren. Entweder oder. Ich kann, und das war eben, weiß ich nicht, ich kann nicht sagen, ob A oder B vorliegt, haben die Briten noch nicht behauptet. Aber eins kann man sagen, wenn das feststeht, und das steht fest, dann gibt es eine Pflicht, Russlands mitzuwirken an der Aufklärung und zu kooperieren. Und dieser Pflicht ist Russland in keiner Weise nachgekommen. So, jetzt ist Herr Rahr sofort dran. Interessanterweise haben die Russen gesagt, es gibt diese Kampfstoffe nicht. Dann haben sie gesagt, es gibt diese Kampfstoffe nicht mehr. Dann, es gibt sie nicht in Schirani. Also es sind insgesamt 29 Thesen und Auskünfte dazu erfunden worden. Sollte man ein bisschen konziser, Herr Rahr, in der Argumentation? Ja, stimme ich zu. Die Russen hätten von vornherein, ich weiß nicht, ob man da hier von Strategie reden kann, den Westen mitbeteiligen müssen. Das hat auch der russische Botschafter gesagt, an der Inspektion vielleicht der notwendigen Fabriken. Aber, wenn eine Kalaschnikow russischen Ursprungs jemanden erschießt, dann bedeutet das nicht unbedingt, dass die Russen dahinter waren. Für mich gibt es plausible Erklärungen vom Gegenteil. Flüchtige Oligarchen mit Milliarden im Westen, ich will keine Namen nennen, die Putin hassen und ihn stürzen wollen und zurück an ihre Freunde möchten.
Sowas gibt es, das ist für mich auch sehr schlüssig. Außer Kontrolle. Bitte. Außer Kontrolle ist das in der Sowjetunion geraten. Es gab ein Werk in Usbekistan, das die Amerikaner unter Beschlag genommen haben in den 90er Jahren. Ja, das ist nicht meine Erfindung, das ist, steht alles im Internet, ist auch von Experten wieder, immer wieder bewiesen und besprochen worden. Dann gibt es die Entwickler von Novichok in Amerika. Die sitzen noch jetzt in Amerika und reden noch und geben Interviews und sagen, wir haben die Formel. Wir können sie bloß nicht so einfach so preisgeben. Also ich glaube, dass dieses Novichok, ich glaube, ich weiß es auch nicht, aber ich glaube, dass Novichok vagabundiert. Vagabundiert in Geheimdiensten, in ganz gefährlichen Stellen. Und deshalb würde ich den Finger auf keinen Fall auf Putin stellen. Ob das jetzt russische Oligarchen gewesen ist, was anderes. Aber der wäre doch völlig verrückt. Vor den Wahlen, wo, vor seinen Präsidentschaftswahlen, vor der Fußball-Weltmeisterschaft mit einem Gift, ein Ex-Spion, der selbst in Russland im Gefängnis saß und jetzt 8 Jahre lang in Britannien lebt, kein Geheimnismehrträger mehr ist, ihn zu vergiften mit einem Stoff, der sofort nach Russland führt. Also dümmer hätte das nicht anstellen können. Also muss das gewesen sein können, weil die Oligarchen alle mit Putin unter einer Decke. Nein, das stimmt nicht. Viele Oligarchen sind flüchtig, sitzen in London, in Israel, in Amerika. Wir brauchen eine ganze Sendung, um das alles zu besprechen. So, aber es also, oder ist auch noch nur alternative zu vermuten. Gedanken, also, die man ruhig äußern sollte. Das tun wir hier, weil in diesem Haus ist nur Platz für die Wahrheit. Und es kommt vorher eine Frage, Herr Gysi. Es sind insgesamt in Großbritannien 14 Russen in den letzten Jahren ums Leben gekommen. Unter anderem auch der Agent Litvinenko mit Polonium vergiftet. Aktiv. Passen Sie auf. Ist es ein Wunder, dass der erste Blick nach Moskau fällt? Nein, das ist überhaupt kein Wunder schon, weil er dorthin gerichtet werden soll. Aber es kann ja auch Fälle geben, wo es stimmt. Sehen Sie mal, es gibt doch einen großen Unterschied. Und deshalb würde ich es mal versuchen, von vorn zu erklären, so kurz wie möglich. Ein aktiver Spion, da traue ich den Russen zu, dass sie ihn liquidieren, genauso wie ich das den Amerikanern zutraue. Aber hier liegt ein ganz anderer Fall vor. Seit vielen, vielen Jahrzehnten, schon vor 1945, haben sich Staaten darauf verständigt, dass man Spione gegenseitig austauscht, nachdem sie eine gewisse Freiheitsstrafe in den Gefängnissen verbüßt haben. Ja. Ganz führend war da aus der DDR Rechtsanwalt Wolfgang Vogel, der das im Kalten Krieg weltweit organisiert hat, mit USA, Sowjetunion, Israel etc. Noch nie in der Geschichte hat ein Staat, wenn er einen Spion verurteilt hat, wenn der gesessen hat und wenn er ihn ausgetauscht hat gegen einen eigenen, den Ausgetauschten hinterher getötet. Noch nie. Wenn Putin das machte, ich rede nicht von einem aktiven Spion, sondern von einem Ausgetauschten, dann würde er als erster eine bis dahin feststehende Regel verletzen. Wenn er es machte und es bewiesen wird, würde kein Staat mehr mit ihm austauschen. Ja. Weil die sagen, das hat ja gar keinen Sinn. Ich gebe dir deinen Spion, du gibst mir meinen und dann bringst du ihn hinterher um. Moment, nein. Immer noch nicht zu Ende? Nein. Sie wollten sich kurz fassen. Ja, pass auf, aber das ist nun, ich muss es einmal im Zusammenhang erklären. Wenn er aber kein Staat mehr mit ihm austauscht, dann kriegt er heute keine Spione mehr. Mhm. Er würde darauf verzichten. Denn früher wurde aus ideologischen Gründen Spionage betrieben. Nicht nur, auch aus kommerziellen, aber oft auch aus ideologischen. Heute nur noch aus kommerziellen. Mhm. Wenn ein Amerikaner für Russland spioniert oder ein Brite und der weiß, niemand tauscht mit Russland mehr Spione aus, dann lassen die sich darauf gar nicht ein. Er müsste ja sowas von erzbescheuert sein, wenn er diese Handlung beginge. Auf diesen schönen Satz haben wir gerne noch gewartet. Und Katja Glober ist dran und wird die Frage beantworten, ob wir zu voreilig waren. Wir sollten dahin gehen, wohin uns die Fakten führen, um so der Wahrheit, denn nur die Wahrheit hat in diesem Hause Platz, um der Wahrheit so zumindest ein gutes Stück näher zu kommen. Wohin führen Sie uns? Ich denke, dass die sehr schnelle Verurteilung auch persönlich von Wladimir Putin durch den britischen Außenminister, dass das gelinde gesagt eine unglückliche Äußerung gewesen ist. Ich glaube, sie war voreilig und ich glaube, sie war falsch. Ich glaube, dass wir jetzt die gute Gelegenheit haben, Russland zu einer kontinuierlichen Zusammenarbeit zur Lösung dieses Falls aufzurufen und zu fordern. Und dann werden wir sehen, ob Russland uns dabei hilft, den Weg der Fakten zu gehen. Bislang ist es nicht der Fall.
So, und dann machen wir an der Stelle gleich weiter, indem wir nämlich Christopher Nehring begrüßen. Er ist Historiker und Forschungsleiter des Spionagemuseums hier in Berlin. Sie haben zum Thema Geheimdienste, Herr Nehring, und Kalter Krieg viel geforscht in Ihrem Leben. Opfer, Tatwaffe, Motiv führt aus Ihrer Sicht direkt nach Moskau oder eben gerade nicht? Mit jedem Tag ein Stückchen mehr. Von daher würde ich auch vielleicht den kurzen Einspieler am Anfang berichtigen. Ich sage nicht, Russland hatte gar kein Motiv. Denn wie Herr Gysi eben zumindest kurz angeschnitten hat, hat es extrem vereinfacht. Es gibt eigentlich eine Art Gentleman's Agreement, dass ausgetauschte Spione werden nicht mehr umgebracht. Das heißt, das Motiv für diese Tat, wenn sie aus dem russischen Geheimdienst kam, war sicherlich nicht die damalige Doppelagententätigkeit von Herrn Skripal, sondern könnte viel eher in der Tätigkeit gefunden werden, die er in den letzten Jahren ausgeübt hat. Und darüber ist viel zu wenig bekannt. Es gab vereinzelt Meldungen über seine Kontakte, unter anderem immer noch zum MI6, zum MI5, zu privaten Sicherheitsfirmen. Mhm. Wenn es da etwas gab, was Russland als Geheimnisverrat hätte betrachten können, wäre es wieder ein erstklassiges Motiv. Diesen alten Fall aufzuwärmen von damals, daran besteht kein Interesse mehr. Okay, nur um es noch mal zu verstehen und ein bisschen zu ordnen. Also die Theorie, dass Wladimir Putin auch mit diesen Zitaten Verräter würden an ihrem Judaslohn ersticken und dem Hinweis darauf, dass kritische Exilrussen irgendwie nur darauf warten müssten, ihre gerechte Strafe zu bekommen, an dieser Theorie ist in Ihren Augen wenig dran? Putin ist ja auch nicht unbedingt für eine zurückhaltende Rhetorik bekannt. Aber man kann auf jeden Fall sagen, ich würde das Zitat in dem Kontext nicht überbewerten, weil er sagt eigentlich nur etwas, was sowieso schon lange bekannt war. Jahrhundertelang wurden Spione sofort hingerichtet. Mhm. Dass sie überhaupt überleben, ist eine relativ neue Erscheinung. Richtig. Und er hat nur was ausgesprochen, was wirklich jedem in diesem Metier schon lange bekannt war. Wenn ich Verrat an meinem Geheimdienst begehe, dann begebe ich mich in Lebensgefahr. Vor allem bei so aggressiv vorgehenden Geheimdiensten wie die Russlands und der USA. So, das heißt, dass dann, wenn man diese Geschichte weiterspielt, Julia Skripal hat das Krankenhaus verlassen, ihrem Vater geht es auch besser. Das wäre dann ein Beleg für den Dilettantismus derjenigen, die damit vorgehen. Dilettantismus ist vielleicht ein sehr harter und wertender Begriff. Es ist natürlich so, dass Auftragsmord ist auch kein leichtes Geschäft. Und die Geheimdienste haben auch eine sehr lange Geschichte fehlgeschlagener Mordversuche. Wiederum zieht sich das durch alle Staaten durch. Das ist eine sehr komplizierte Operation, alleine was die Logistik, die Ressourcen angeht. Mhm. Der Mossad ist zum Beispiel mal bei der Ermordung eines NS-Kriegsverbrechers in Südamerika an einem bellenden Hund gescheitert. Und die ganze Operation musste abgeblasen werden. Was noch ein weiteres Zeichen dafür ist, dass es eigentlich ein fehlgeschlagener Attentatsversuch ist, ist eher die Tatsache, wie viele Leute mit diesem Gift offensichtlich in Berührung kamen. Denn mit Sergei und Julia Skripal waren über 20 Leute am Anfang in Behandlung, die offensichtlich diesem Kampfstoff ausgesetzt waren. Da wurde auch auf jeden Fall eine rote Linie überschritten, denn es wurden Unbeteiligte mit reingezogen, selbst wenn es nur um alte Rechnungen im Geheimdienstmilieu ging. Wurden unbeteiligte Zivilisten involviert. Das ist ungewöhnlich. Es scheint auch nicht beabsichtigt gewesen zu sein, aber es ist passiert. Und was wäre also Ihre Theorie? Wo kann dieser Stoff herkommen? Es ist ein binärer Stoff, der eben zwei Materialien, die nicht auf der berühmten Giftliste stehen, miteinander verbindet. Wo kann der in der Welt vagabundieren? Er hat seine Herkunft in der Sowjetunion. In der Sowjetunion? Er wurde auch zum Beispiel in Russland selbst 1995 eingesetzt bei einem Auftragsmord, allerdings im privaten Sektor. Im kriminellen Milieu, ne? Der Chef einer Bank wurde umgebracht, vermutlich von Konkurrenten, aber auf jeden Fall die offizielle Version waren private Akteure, die sich offensichtlich diesen Kampfstoff beschaffen konnten, durch Verbindungen eben ins Militär oder in den Geheimdienst. Das wurde auch nie genau aufgeklärt. Das heißt, eine hundertprozentige Sicherheit, dass es nicht ausgetreten ist, zu keinem Zeitpunkt können sie nicht haben. Okay. Soweit ich das heute nachverfolgt habe, war es auch so, dass Russland sagte, 2017 wurde
das letzte Nowitschok offiziell unter Kontrolle vernichtet. 2017 ist noch nicht so lange her und der Anschlag war im März. Mhm. Das heißt, es gab noch sehr lange Zeit, in der dieses Gift hätte in andere Hände gelangen können. So, und nun ist es tatsächlich eine richtige Räuberpistole. Dieser Sergej Skripal hatte Kontakt zu einem anderen MI6-Agenten, einem ehemaligen, nämlich zu Christopher Steele. Und der wiederum ist berühmt geworden, weil er ein Dossier für den MI6 erarbeitet hat über Donald Trump und Affären, die er in Moskau gehabt haben soll. Ist es spannend, dieser Spur zu folgen? Würdig, auf jeden Fall. Diese Geschichte kam vor ungefähr 2 Wochen entdeckt vom Daily Telegraph, der hat das 2-3 Tage lang verfolgt. Seitdem hat man nichts mehr darüber gehört. Es ging auch nicht um persönliche Kontakte zu Christopher Steele, sondern zu einem Mitarbeiter seiner Firma. Mhm. Die wurden danach offiziell dementiert und man weiß nichts weiteres darüber. Es ist allerdings so, dass das Motiv für den Mordversuch würde ich auf jeden Fall in den letzten Jahren suchen und nicht in der Zeit vor 2010, 2011, bevor er ausgetauscht wurde. Die Nummer ist gegessen. Das heißt, auch insofern ist es falsch, in Putin und in Moskau den Schuldigen zu sehen? Nein, das würde ich auch nicht so sagen. Denn es gäbe das Motiv, wenn Skripal weiter mit den britischen Nachrichtendiensten kooperiert hat und Moskau das Gefühl hat, er hat weiter Geheimnisse verraten, dann wäre das ein Motiv. Aber wir wissen überhaupt nichts über dieses Motiv. Es sind ja auch laufende Ermittlungen. Ich meine, wir beschweren uns, dass wir nichts über einen Mordversuch von vor 6 Wochen wissen. Wenn Sie bei der Berliner Mordkommission anrufen und nach Erkenntnissen in einem Fall von vor 6 Wochen fragen, werden Sie auch keine Auskunft bekommen. Stimmt. Das läuft noch. Allerdings die offizielle Kommunikation in diesem Fall, die sich sehr beschränkt auf, er war mal Doppelagent, deshalb wurde er jetzt umgebracht, das halte ich für falsch, diese Beschränkung darauf. Und wie Sie vorhin schon angesprochen hatten, diese enorm hohe Anzahl an sehr mysteriösen Todesfällen, alle im exilrussischen Milieu in Großbritannien, alle dadurch geeint, dass sie Verbindungen hatten in den Geheimdienstapparat nach Russland oder in die höchsten Wirtschaftseliten. Und es ist eine extrem hohe Zahl diese mysteriösen Todesfälle sind in der Regel Strangulation oder plötzlicher Herztod. Beides Todesarten, bei denen man sehr gut mit Gift nachhelfen kann, wenn es wenn es unentdeckt bleibt, dann haben wir keinen Geheimdienstskandal. Jetzt haben wir einen. Christopher Nierung, danke, dass Sie heute bei uns sind. Und damit müssen wir in die Runde. Frau Navidi, Frage an Sie. Lohnt es, diese Verbindung zwischen Großbritannien und Russland, zwischen den USA und Russland zu verfolgen? Und den Geschäften, die es tatsächlich auch auf englischem Boden gab, dem Tod von insgesamt 14 Russen in England, weiter nachzugehen. Was würden Sie sagen? Ja, auf jeden Fall. Und indem man ein Motiv ausschließt, heißt das ja nicht, dass noch mögliche viele andere da sein können. Und es ist ja auch so, wenn man die Verbindungen sich anschaut zwischen der Trump-Affäre und England und Russland, dann gibt es 2 Dinge, denen man folgen sollte. Dem Geld und den toten Russen, weil das sind mehr als 14 jetzt. Und die haben alle irgendwelche Schnittstellen zu dem Datenskandal, zu Cambridge Analytica, was auch immer. Es ist ganz mysteriös und ich bin mir sicher, dass der Sonderermittler Mueller schon mehr Informationen hat, mit denen er diese Punkte verbinden kann. Aber der Eindruck drängt sich einfach auf. Es ist einfach eine überwältigende Beweislast. Also muss man vielleicht noch mal erklären, dass es Recherchen auch vom Guardian gab, von anderen britischen Zeitungen, dass eben Menschen aus dem Wahlkampfteam und dem Beraterstab von Trump vorher innigst Geschäfte mit Russland gemacht haben und dass genau an dieser Stelle jetzt natürlich auch der Aufklärer Mueller arbeitet mit einem Ergebnis, das wir noch nicht kennen. Genau, und dann auch noch zusätzlich die Tatsache, dass viele im republikanischen Kongress Geld bekommen haben von Russland über Oligarchen, über Briefkastenfirmen, was dann irgendwie in Anführungsstrichen gewaschen wurde. Und dieses ganze Ausmaß, was da über Lobbyingfirmen gelaufen ist, das ist auch noch gar nicht alles geklärt. Das ist noch nicht geklärt. Und dann wissen wir aber trotzdem, Herr Röttgen, schon ganz sicher, dass Putin schuld war.
Und weisen schon Diplomaten aus. Das war die Reaktion des Westens. Kein Mensch sagt, Putin ist schuld, aber es gibt eine russische Verantwortung. Schon mal raus. Es gibt eine russische Verantwortung. Es gibt auch eine Geschichte russischen Verhaltens, auch von russischen Lügen, die es gegeben hat. Und darum ist das ein einschlägiges Verhalten. Und darum, glaube ich, gibt es eine Bringschuld von Russland, auch mitzuwirken. Und stattdessen sehen wir nur sozusagen, dass alles in ein großes Kommunikationschaos mit neuen Theorien und Möglichkeiten und was gar nicht sein kann. Das ist auch eine bewusste Kommunikationsmethode, alles ins völlig Verworrene zu stürzen, damit am Ende gar nichts mehr klar ist. So, aber wenn sich selbst Ihr Parteifreund Armin Laschet meldet und das sagt... Wenn man fast alle NATO-Staaten zur Solidarität zwingt, sollte man dann nicht sichere Belege haben? Man kann zu Russland stehen, wie man will. Aber ich habe im Studium des Völkerrechts einen anderen Umgang der Staaten gelernt. Frau Bloger, waren wir zu voreilig mit dem Ausweisen der Diplomaten? Ich denke schon, dass wir zu voreilig gewesen sind mit der Ausweisung der Diplomaten. Also so viele Staaten und so viele Diplomaten auf einmal, das hat es ja eigentlich in den vergangenen Jahrzehnten, zumindest kann ich mich nicht erinnern, dass es so etwas gegeben hat. Ich glaube schon, dass Großbritannien mehr in der Bringschuld ist, als es bislang zumindest öffentlich nachvollziehbar bekannt ist. Großbritannien hat mit der OPCW-Erklärung heute, es handelt sich um den Kampfstoff Novichok, ja da durchaus einen Punktsieg errungen. Ich glaube auch, dass es für den Westen, für Europa, dass dieser Fall Skripal, dass es dann doch so etwas gewesen ist wie der letzte Tropfen, der das Fass dann zum Überlaufen gebracht hat. Die Krim, der Abschuss des malaysischen Zivilflugzeuges MH17, die ständigen politischen Nebelkerzen, das Misstrauen, die Lügen, also diese ganze fürchterliche Gemengelage hat, glaube ich, den Westen, auch die Deutschen, dann dazu geführt, Kanzlerin Merkel ein entschlossenes politisches Zeichen zu setzen. Und jetzt können diese Diplomaten natürlich trotzdem namentlich ersetzt werden. Das ist das Nächste, klar, was man schafft und versteht als staunender Bürger. Es geht mir doch um was anderes. Wir brauchen ein anderes Verhältnis. Ich sage Ihnen, die Sanktionen. Die Krim war völkerrechtswidrig, sage ich genauso wie Herr Röttgen. Trotzdem waren die Sanktionen falsch. Der Krieg der USA gegen den Irak war auch völkerrechtswidrig. Ich sage jetzt auch, die Türkei ist völkerrechtswidrig. Nirgendwo beschließen wir Sanktionen. Das merkt doch Putin, das merkt die russische Bevölkerung. Und deshalb müssen wir ein neues Verhältnis aufbauen, um das Vertrauen. Da haben Sie ja völlig recht. Da, so viel Nebelkerzen, es ist alles so kaputt und zerstört. Wir müssen jetzt mal einen Neuanfang machen. Und mit Ausweisung von Diplomaten und anderen Schritten schaffen wir das ganz bestimmt nicht. Ich wünschte mir mal eine Vermittlerrolle der Bundesregierung, dass sie sagt, wir gehen jetzt mal anders heran und stellen wieder ein anderes Verhältnis zu Russland her. Jetzt haben die US-Amerikaner, ich stelle die Frage einfach Frau Navidi, jetzt haben die US-Amerikaner Sanktionen gegen Oligarchen erlassen, gegen russische Oligarchen erlassen. Ist das endlich ein Hebel, der Moskau wehtun wird? Ja, das ist wahrscheinlich die einzige Methode, wie man Putin sozusagen an den Kragen kommen kann. Das ist das Geld über diese, also Putin soll ein privates Vermögen haben von über 200 Milliarden Dollar. Das hat, und Trump? Das 200 Milliarden Dollar, okay. Trump vielleicht ein paar hundert Millionen. Ja. Ist das Trump auch ein Oligarch? Das sagen, also, auch, das sagen Gott, die Oligarchen, die sich da sehr gut auskennen, die sich auch mit seiner Geldwäsche gut auskennen, wie zum Beispiel Bill Browder, der war zu einer Zeit der größte Investor in Russland und der ist der Initiator des Magnitsky-Gesetzes, wonach die Oligarchen sozusagen, wie sagt man, Sanktionen eben sanktionär abgeriegelt werden können. Und da gehört auch zum Beispiel Oleg Deripaska dazu, der jetzt praktisch da in Zahlungsunfähigkeit quasi taumelt. Und Manafort Geld gespendet hat, diesem einen Wahlkampfmanager. Genau, da gibt es ganz viele Verbindungen, aber im Grunde genommen ist es ein kleiner Kreis von Milliardären. So, und dann ist die Frage... Zu den Sanktionen. Über den Fall Skripal hinaus, glaube ich, sind zwei Entwicklungen. Zum einen die Finanzsanktionen der Amerikaner, die sind das wirklich scharf und ein sehr gefährliches Schwert, weil sie ins Herz des Systems Putin treffen können, mittelfristig zumindest. Und die zweite sehr, sehr beunruhigende Entwicklung
ein bisschen im Hintergrund, weil es eigentlich im Moment noch eher nur Expertendebatten sind, ist die Gefahr einer neuen, sagen, nuklearen Rüstungsspirale, in die wir hineinlaufen. Mhm. Mühsamst erhandelte Abrüstungsverträge werden gebrochen oder sie werden einfach nicht mehr weiter befolgt. Mhm. Also in diesen Bereichen haben wir großen Handlungsbedarf. Und dort hat auch Deutschland durchaus Möglichkeiten, mäßigend und besonnen einzuwirken, richtig, auf Kommunikation und Dialog zu setzen, aber gleichzeitig auch klare Kante zu zeigen, mhm, und nicht die Einheit mit der Europäischen Union aufzugeben. Also diese neuen Sanktionen, fasse ich schnell zusammen, sind offensichtlich gut, weil sie in das Mark des Systems Wladimir Putin treffen. Kann das Wladimir Putin, Alexander Rahr, so reizen, dass er tatsächlich auch selbst einen Ausweg in einem militärischen Konflikt sieht? Die Sanktionen sind katastrophal, aber für beide Seiten. Und zwar zielen sie nicht so sehr. Wir haben immer Sanktionen aus Europa gegen Russland gemacht, wegen der Krim und wegen der Ostukraine. Aber es wurde immer wieder gesagt, die Sanktionen dienen nicht dazu, die russische Wirtschaft zu zerstören. Mhm. Und die Amerikaner haben jetzt den Russen den wirtschaftlichen Krieg erklärt. Und die tun auch wirklich weh. Aber die Russen werden sich Richtung China und Asien orientieren. Solange China und die asiatischen Länder sich nicht an den Sanktionen beteiligen, wird nichts passieren. Mhm. Der Lebensstandard wird sinken in Russland, aber Russland wird aggressiver, wird nationalistischer, wird die Grenzen zumachen. Und die Bevölkerung hat die Antwort auf die Sanktionen ja schon gegeben. Sie haben alle Putin wiedergewählt. Wollen wir das? Ich will das nicht. Ich glaube, dass die Sanktionen vor allen Dingen auf westliche Firmen schaden, die jahrzehntelang mit Russland Geschäfte machen. Aber hier treffen Sie ein oligarchisches System, von dem sich auch London verabschieden müssen. Wenn USA und Russland sich gegenseitig so schaden, dann haben wir nur noch eine Weltmacht. Nun warten Sie mal, dann haben wir nur noch eine Weltmacht, das ist China. Sollten wir auch mal überlegen, ob wir das wollen. Also wer jetzt getroffen wird, sind die Oligarchen. Die russischen Oligarchen werden getroffen. Die Bevölkerung. Wir müssen leider einen Punkt machen und mir tut es schrecklich leid. Großes Dankeschön an alle Gäste für die Diskussion heute. Es ist irgendwie, man möchte eigentlich keinen Punkt setzen, aber man muss einen setzen und das machen wir. Vielen herzlichen Dank für die Debatte. Ich gebe sofort weiter zu Markus Lanz, der heute unter anderem Hubertus Heil zu Gast hat. Und wir sehen uns schon nächste Woche wieder. Donnerstag, 22:15 Uhr. Ganz herzlichen Dank. Sorry für das abrupte Ende.